Hi, willkommen bei Grill Chill Barbecue Lifestyle. Heute fertig Pulled Pork, wie man es verbessern kann. Ich bekomme das jedes Jahr wieder mal von meinen Kollegen, der schafft in der Industrie bei Öfen, in verschiedensten Arten, Big Deck genannt. Und ja, wir wollen das mal. Es ist nicht schlecht, man kann es essen, aber natürlich ein Fertigprodukt aus der Gastronomie oder wo auch immer das gebraucht wird. Und wir werden das heute ein bisschen verfeinern, ein bisschen Geschmack ranbringen, richtigen Rauchgeschmack. Und für den einen oder anderen kann das interessant sein, für den anderen vielleicht nicht. Aber wer mal so ein Stück bekommt oder nicht so lange aufs Pulled Pork warten will, der ist heute hier richtig. Und dann starten wir gleich durch. Um dem Ganzen ein bisschen Rauchgeschmack ranzubringen, werde ich das im Smoker machen. Ihr könnt das auch in der Weberkugel, auf dem Monolith, Keramikgrill, egal wo, einfach gut Rauch dran bringen. Und dann haben wir schon viel draus gewonnen. Es wird sicher leckerer werden als original und das nach Anleitung. Das Ganze funktioniert relativ einfach. Ein Smoker, Pellet Smoker oder was ihr habt, auf 180 Grad einregeln, je nach Verpackungs-Zubereitungsart. Bei mir eine Stunde und das ist die ganze Hexerei. Dann schauen wir mal, wie der Unterschied ist. Bis gleich. In der Zwischenzeit, während dem Aufheizen, nehmen wir uns noch einen Rub. Ich nehme hier den OFA von Klaus. So haben wir nachher eine gute Kruste. Und das gibt nochmal zusätzlich Barbecue-Geschmack rein. So passt das. Und dann, sobald wir auf 180 Grad sind, schalten wir mal auf Smoken hier. Wenn ihr das in der Weberkugel macht oder irgendwo, ist bei 180 Grad Zeit zum die Chips reinmachen. Das passt. Jetzt wird Intervall geblasen sozusagen und dann gibt das einen guten Rauch. Dann sehen wir uns in einer Stunde wieder. Nach einer guten Stunde haben wir es geschafft. Wir haben hier schön Farbe gezogen vom Rauch. Und ich würde sagen, wir nehmen das raus und dann wird gezupft. So Freunde, seht's.
zart. Natürlich ist es immer noch kein originales Pulled Pork aus dem Smoker. Hat auch eine gute Schärfe drin hier. Also diese Version von Pulled Pork, wo ich immer vom Kollegen bekomme an Weihnachten, das ist wirklich nicht schlecht. Es gibt andere Hersteller, auf die kann ich gut verzichten. Aber das macht auch Spaß, wenn man es mal auf die Schnelle braucht. Und mit ein paar kleinen Tipps kann man das gut machen. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Über einen Daumen hoch, weil Däumchen werden Träumchen. Ein Abo nicht vergessen, Job reinschauen, zwei weitere Folgen. Und bis zum nächsten Mal bei Grill & Chill, Barbecue & Lifestyle. See ya!